Einen wunderschönen Vormittag hier aus der Region Kufsteiner Land bei Alpentour TV. Wir begrüßen alle herzlich, die jetzt zuschalten werden, die dazukommen in aller Herrgottsfrühe. Schönen guten Morgen, Ottmar Peer. Das freut mich, Ottmar. Ja, schön, dass ich auch mit dabei sein darf heute beim Kufsteiner Land Radmarathon. Also es ist soweit, es geht zum vierten Mal hier in dieser wunderschönen Ecke Tirols. Für mich eine der schönsten zum Radfahren, von Kufstein ausgehend, also auf diese 122 Kilometer lange Strecke mit knapp 2000 Höhenmetern. Momentan befindet sich eine 10-Mann-Spitzengruppe direkt am Rheintaler See, also sind ungefähr 1,5 Stunden unterwegs und werden noch gut 2 Stunden für die Strecke benötigen. Ja, schauen wir hinein in diese 10-Mann-Gruppe, die wir haben. Wir haben vorne links Daniel Knapp und Maximilian Kuhn im Dress des Team Vorarlberg-Sentic, die beiden gestern noch in der Schweiz im Einsatz gewesen. Und mit Colin Stüssi haben sie sich einen sechsten Rang erfahren können. Wir sehen, wenn wir auf die Startliste dann noch blicken, mit der Nummer 45 im schwarzen Trikot, da haben wir wen? Ja, einen deutschen Athleten. Das ist Niki Raaf aus München, auch ein sehr, sehr starker Fahrer, der auch bei den Elite-Amateuren immer wieder großartige Leistungen zeigt. Und er ist nicht umsonst da vorne in dieser 10-Mann-Spitzengruppe dabei. Dann haben wir natürlich auch Fahrer aus dem Cycling-Team Tirol, das sich ja diese Woche sensationell geschlagen hat. Das war diese Phase, die wir da gehabt haben. Engelhardt vorne an der Spitze, Felix Engelhardt, der auch für das Cycling-Team Tirol fährt. Ja, wie du richtig gesagt hast, einige werden nächstes Jahr nicht mehr mit dabei sein, weil, wie gesagt, das Cycling Team Tirol ist ein reines Nachwuchsteam, also ein U23-Team. Und da muss auf alle Fälle Patrick Gamper sich eine Mannschaft suchen. Aber ich glaube, bei den Erfolgen dürfte es kein Problem sein, dass er nächstes Jahr eine gute Mannschaft findet. Da drüben sehen wir Wildauer, Spögler auch vorne und Kuhn ganz locker sieht er aus, der Lokalhero hier aus Kufstein. Ja, das sind natürlich schon wirklich Ausnahmeathleten, die wir hier in der Spitzengruppe sehen. Also nicht umsonst hat sich diese prominente Gruppe da vorne jetzt festgesetzt. Aber das sind doch immer Aufzeichnungen, weil es eben hinauf nach Brandenburg wirklich also sehr, sehr schwierig ist, da Bilder zu bekommen. Aber oben werden wir sicher wieder die Spitzengruppe sehen. Und dann geht es in eine rasante Abfahrt mit vielen Ecken, also technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Und dann kommt dieser angesprochene Aufstieg, noch einmal dieser wirklich sehr schwere, steile Anstieg hinauf mit ca. 12% Durchschnittssteigung. Und dann geht es wieder um eine technisch anspruchsvolle, lange Abfahrt hinunter und dann rüber auf die andere Innenseite und über Schwoich, beziehungsweise zuerst natürlich Bad Hering und Schwoich ins Ziel nach Kufstein. Da sehen wir übrigens Bilder von der kurzen Runde, wie Fahrer hereinkommen. Ja, die Frage ist aufgetaucht, wer sieht vom Team Vorarlberg-Sentic, wer ist dabei? Da haben wir den Daniel Knapp und Maximilian Kuhn. Und jetzt sehen wir Bilder von der Startphase, Martin. Das war heute um 8 Uhr in der Früh, also vor genau 1,5 Stunden. Da gab es den Start, da ist es losgegangen. Ob man ja eigentlich schon ein berühmter Platz hier, was den Radsport betrifft, Radweltmeisterschaft, Tour auf die Alps, und da ist hinausgegangen. So ist es. Also Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, weit besser das Wetter, als die Prognosen es verheißen haben. Also da können wir zufrieden sein. Westwärts von Kufstein ist jetzt sogar die Straße trocken. Wir werden dann an den Bildern sehen. Okay, es wird da und dort den einen oder anderen Schauer geben. Patrick Grüner haben wir da vorne links, der uns ja am letzten Sonntag so lange und so toll, er hat beste Referenzen gekriegt, als Kommentator begleitet hat. Sein erster Start, hat er gesagt, nach seinem Weltrekord. Genau, er hat ja einen Höhenmeter-Weltrekord aufgestellt, hat 36.000 Höhenmeter am Stück hinauf zur Ötztaler Gletscherstraße oberhalb von Sölden innerhalb von 48 Stunden hingelegt. Also das ist schon wirklich eine bemerkenswerte Marke. Aber vielleicht wieder zurück zum Cycling-Team Tirol. Das hat sich diese Woche großartig geschlagen, wurde sogar als beste Mannschaft letztendlich nach mehreren Etappen gekürt beim Giro del Regione, den früher sogar ein Helmut Wechselberger in der gesamten
Veranstaltung gewonnen hat. Und Patrick Gamper, der hat sogar eine Etappe gewonnen. Ich glaube, es war die zweite Etappe. Da ist er kurzfristig auch ins Führungstrikot geschlüpft. Also ganz, ganz starke Vorstellung der Jungs von Thomas Pupp hier beim Giro del Regione. Und wenn ich sage Tour Tirol Team, dann meine ich natürlich, hier sind natürlich einige Herren mit dabei und natürlich sind sie vorne mit dabei, wie beispielsweise Felix Engelhardt. Dann haben wir vorne mit dabei auch den Florian Gamper aus dem Cycling Team Tirol, also der Bruder des Patrick Gamper, der eben zuletzt gewonnen hat. Ganz, ganz starke Leistungen der Tiroler. Da kann man wirklich stolz sein bei diesem international so bekannten Rennen wie dem Giro del Regione, der in der Region Friaul stattgefunden hat. Ja, jetzt sieht man natürlich schon, die Straße ist nass. Vorne momentan ein Fahrer aus dem Cycling Team Tirol, aus der Mannschaft von Thomas Pupp. Aber die arbeiten da gut zusammen. Ich kann nicht ganz hier die Ortstafel erkennen, aber es müsste jetzt dann raufgehen. Richtung, ja, jetzt geht's gleich, genau. Jetzt sind wir in Gramsach und ich wollte gerade sagen, du als Ortskundiger, ich als Vorarlberger, musst dir noch sagen, dass wir da in Gramsach sind, oder? Ja, genau, wir sind in Gramsach und jetzt geht's hinauf. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Strecke, schwierige Steigung hinauf nach Brandenberg. Meist fährt man sie auf der anderen Seite, aber da kommen die Jungs dann runter hinauf nach Brandenberg. Jetzt geht's also 5 Kilometer richtig steil bergauf. Also die sind nach wie vor in der Steigung hinauf Richtung Brandenberg und allein die Brandenburg-Runde, Martin, die hat 700 Höhenmeter. Allein dieses kurze Stück hier hinauf nach Brandenburg und da gibt es einen Gegenhang wieder. Und da geht es ordentlich zur Sache. Also da zieht es einen richtig die Körner raus aus den Knochen. Eine knallharte Steigung wieder, die also da noch auf die Athleten warten. Ich bin ja im Juni die Strecke abgefahren. Also wunderschön, wirklich wunderschön. Aber eigentlich, obwohl nur unter Anführungszeichen 120 Kilometer sehr, sehr anspruchsvoll. Ja, äußerst anspruchsvoll. Es geht immer runter, rauf und dann haben wir ja einen Abschnitt, da geht es ja innerhalb von 3,5 Kilometer, 400 Höhenmeter hinauf. Also da wird man schon ordentlich gefordert. Also ich sehe, du hast dich gut vorbereitet. Das ist nämlich genau der von mir angesprochene Anstieg. Also wenn man in Brandenburg oben ist, geht es in eine Senke hinunter und dann kommt dieser von dir angesprochene steile Anstieg. Und da kann schon sein, dass da vorne an der Spitze was passiert. Und jetzt macht Spögler wieder so richtig Tempo. Ja, das war also in dieser ersten Rennphase, da hat sich dann anschließend diese Gruppe gelöst, die dann weggefahren ist. Wer ist mit der 153 Debatin mit dabei, glaube ich, aus dem Coratec-Team? Den haben wir ja auch gesehen. Also der hat sich auch vorne mit absetzen können. Debatin hat die Startnummer 44 und Niki Raaf die Nummer 45. Ja, du hast ja die Startliste. Schauen wir mal, wer ist da mit der 118? Deutscher Athlet aus dem Team Brosch Kempten. Ein schwarzer Rennanzug haben die Athleten aus Deutschland, also vom Team Brosch Kempten, meine natürlich. Die sind immer in Schwarz quasi unterwegs. Ja, es ist der Tim Oettl. Ja, Oettl ist auch ein guter Mann eigentlich, starker Mann, aber er ist natürlich allein auf weiter Flur. Der hat jetzt nicht so Helfer wie die anderen, wie Coratec oder wie Team Vorarlberg-Sentic. Und das war eben da, wo es dann Richtung Aufstieg gegangen ist. Genau. Oh, unser Freund Reini Berchtold sieht uns zu, Bikeworks, großer Förderer von Alpentour TV. Er ist in Vorarlberg mit sein und du kennst ja seinen Partner, oder ehemaligen Partner, gut so muss ich sagen, Andi Klavatetscher. Und der Reini Berchtold, selber früher bei den Top-Elite-Rennen in Österreich unterwegs gewesen, bei den großen Meisterschaften. Und mittlerweile hat er sein tolles Radgeschäft Bikeworks, wie gesagt, großer Unterstützer von uns, hat uns von Anfang an gefördert und war gestern und heute im Einsatz auch beim Zanzenberg-Rennen, das ist Kult-Mountainbike-Rennen Vorarlberg und da hat er ein Präsenter mit Julius Scherer, auch einen jungen Fahrer, der für Österreich gerade bei der Jugend-Europameisterschaft im Einsatz war. Er weiß einfach alles, der Martin, vor allem natürlich von seinen engeren Landsleuten. Zum Andrea Klavatetscher ist noch zu sagen, ich weiß genau, dass der da heute auch zuschaut. Andrea, herzliche Grüße aus Kufstein, der wunderschönen Stadt aus dem Osten Tirols und schöne Grüße an den ehemaligen Sieger des Race Across America. Danny Elsenson-Noé hat eigentlich mir gesagt, er wird hier noch mitfahren. Der Chef vom Tamberger Hof in Lech, aber es war wahrscheinlich
beim zweiten Frühstück zu Hause. Pippo Wildauer kennen wir, grüßt uns auch hier oder ist mit dabei. Also da schauen viele zu bei diesem Saisonfinale. Es ist unser letzter Radmarathon, den wir in dieser Saison live übertragen und wechseln dann noch zum Laufsport. Und dann beginnt quasi für uns schon der Winter. Ja, schauen wir uns die Strecke mal an, würde ich sagen. Wir haben eine Grafik vorbereitet und da kann man sich das Ganze mal ansehen. Da ist Kufstein und das Kufsteiner Land. Da beginnt alles, Obmar. Genau, und dann geht es dann gleich, also warten wir auf die Einblendungen. Jetzt geht es also hier los, dann geht es gleich hinauf nach Thierse. Hier sieht man Thierse, wunderschöner Festspiel, oder? Also eine sehr, sehr bekannte Destination hinauf, nach Hinterthierse hinunter, nach Landl. Bei der Tour auf die Alps ist man verkehrt gefahren. Da ist man den steilen Anstieg hinaufgefahren, nach Hinterthierse und dann vorne runter. Dann geht es wieder runter nach Kufstein und dann ein wunderschönes, bekanntes Gebiet für die Hobbyradler hier in der Region über Langkampfen, Maria Stein. Da in der Region Kufstein-Langkampfen war ja immer wieder die Tiroler Meisterschaft im Einzelzeitfahren. Dann geht es nach Kundl oder an Kundl vorbei, Rattenberg vorbei. Aber wir bleiben ja rechts da am Rheintaler See und dann geht es rauf nach Brandenburg. Und hier sieht man schon, wie exponiert hier dieses Tal ist und da oben ist Brandenburg. Und dann geht es hinunter diese steile Abfahrt und jetzt ist der Anstieg hier eingezeichnet. Und dann wieder runter Richtung Gramsach. Auf die andere Innenseite, dem Inn entlang. Und dann geht es von Kirchbichl rauf. Ja, schöne Gegend dort oben. Jetzt ein tolles Plateau. Ja, genau. Jetzt geht es hinauf nach Bad Hering und dann in die Heimat unseres Blattsprechers Hermann Edler hinunter nach Schwoich, wo auch der Olympiamedaillengewinner Franz Schuler, ehemaliger Biathlet, zu Hause ist und ins Ziel nach Kufstein. Da sehen wir dann wieder hier und da wird gegen 11.30 Uhr in etwa der schnellste Radmarathon des heutigen Tages über die lange Distanz bei uns erwartet werden. Die Gruppe ist kleiner geworden. Ja, ja, das ist nämlich Debatin, der vorne ist. Dann daneben der Mann aus dem Team KTM Cycling Tirol, das wirst du mir jetzt sagen. Ja, das ist der Engelhardt. Den wir haben. Dann haben wir Maximilian Kuhn mit dabei, der großgewachsene Athlet aus dem Team Vorarlberg-Sentik auf Wildauer. Der linken Seite. Daniel Wildauer haben wir dahinter gesehen. Genau. Und ich glaube, Spögler ist auch noch mit dabei. Ja, also wenn ich es richtig gesehen habe, zwei Koradeckler. Er blickt zwar sich um, Debatin, aber weil der ist daneben. Also genau. Der ist auch mit dabei. Also jetzt sind wir oben schon in Brandenburg, Martin, und jetzt, also man braucht nicht meinen, dass da die Steigung vorbei ist. Da geht es im Ort immer wieder so leicht bergauf, also unangenehm eigentlich, aber die arbeiten jetzt gut zusammen. Die haben da noch einmal einige Verfolger oder Mitstreiter an der Spitze abgeschüttelt. Der Niki Raff, der glaube ich, ist nicht mehr mit dabei im dunklen Trikot. Hagenaus, glaube ich, ist auch nicht mehr mit dabei. Also das ist ja, genau. Der fehlt und eben der Deutsche im schwarzen Trikot, den wir gehabt haben, da sehen wir das Rennleiterauto. Günther Meyerhecker, ganz interessanter Kommentar, wünsche den Moderatoren, das ist normal, ja, einen schönen Tag, aber er schreibt, während es in Igels aus Kübeln schüttet, scheint es im Kufsteiner Land etwas freundlicher zu sein. Noch, da haben wir Maximilian Kuhn vom Team Vorarlberg-Sentik her, der hier aus der Region kommt, ein Lokalmatador, der, das muss ich echt sagen, in seinem Team eine absolut tragende Rolle innehat und hat sich bestens eingelebt. Ja, das ist jetzt dieser Anstieg hinauf, Spögler in zweiter Position, Engelhardt kämpft auch. Ja, und hinten haben wir Daniel Wildauer, der kann da, glaube ich, dieses Tempo momentan nicht mithalten, muss schon schwer kämpfen. Ja, vor allem, weil das erst der Anfang der Steigung ist, da geht es noch ordentlich rauf, im Hintergrund sieht man unten die Senke, wo es losgegangen ist, also da ist wirklich Power angesagt hinauf hier, dieser Anstieg. Und dann geht es runter. Dann kommt eigentlich ja, nur mal die Steigung hinauf nach Bad Hering. Die ist ja nicht so anspruchsvoll. Aber natürlich, wenn schnell gefahren wird, wie gesagt, das Tempo macht natürlich die Musik. Das Tempo macht die Musik, das sagst du schön. Ja? Also, wir sind mittendrin hier in der Übertragung des Kufsteiner Land Radmarathons zu sehen auf radmarathon.com
und unter anderem arabmarathon.com, auf gusteinerland.com und hier bei Alpentour TV. Da sind wir live mit drin. 12% Steigerung. Schau dir an, wie der Maxi Kuhlen da locker rund rauf fährt. Also das hat bei mir im Juni nicht so entspannt ausgeschaut. Hinten sehen wir Wildauer mit Problemen. Spögler an der vierten Position. Dann haben wir Debatin auf 3 hier. Auf 2 haben wir Engelhardt und auf 1 Maximilian Kuhlen. Vielleicht um noch ein bisschen über ihn zu reden und auch über das Team KTM Cycling Tirol. U23 gehört das Team KTM Team Cycling Tirol zu den besten in Europa. Und der Max Kuhlen, wie gesagt, hat einen Wechsel vollzogen im vergangenen Jahr. Da war schon kurz mal davon die Rede, dass er vielleicht sogar die Karriere beenden wird, wenn er kein Team findet. Und dann war plötzlich Vorarlberg da. Ja, und ich glaube, er hat keinen Fehler gemacht. Also auch Thomas Kofler hat keinen Fehler gemacht, dass er ihn genommen hat. Und jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Naja, ich will jetzt nicht sagen, dass da der Michi Spögler, aber der hat leichte Probleme. Wie gesagt, das kann schon sein. Er war jetzt 2 Wochen oder 3 Wochen, glaube ich, hat er kein Rennen bestritten. Das sind dann schon so Situationen, weil er ist ja eigentlich der begnadete Bergfahrer. Genau, also er hat den Kaunertaler Gletscherkaiser gewonnen. Dann hat er drinnen in Südtirol. Gewonnen, also auch die Sardinien-Rundfahrt in der Gesamtwertung gewonnen. Auf das Benson-Joch, glaube ich, hat er gewonnen. Also der ist wirklich klasse. 2,03 Meter hat er. Jetzt schaut uns einer zu, ich pack's nicht. Ja. Der fährt jetzt für Quickstep und hat geniale 2 Rennen schon abgeliefert. Janik Steimle, der bei der Österreich-Rundfahrt ja unglaublich war. Hey Janik, Wahnsinn, was du zeigst. Und das ist auch immer toll, er vergisst nicht, wo er eigentlich die letzten beiden Jahre das gekriegt hat, dass er heute bei Quickstep auch fahren kann. Er hat viel gegeben dem Team Vorarlberg-Sentic und er ist jetzt wirklich in einem der weltbesten Teams und ist 11. geworden vor 3 Tagen. Ja, und gestern 20. Ja, beim Grand Prix in Brüssel. Also ganz, ganz stark. Janik, schön, dass du dich meldest. Der Kuhlen winkt uns schon da herein. Also der ist auch noch relativ locker drauf. Alle 5, glaube ich, wieder miteinander. Ja, genau. Da haben wir Spögler vorne, Engelhardt vorne. Dann haben wir Kuhlen links im Vorarlberg Sentic-Dress, dann haben wir rechts daneben ja, Wildauer. Wildauer und ist der 44 Debatin. Es tröpfelt ganz leicht. Aber hat ja auch was, richtig romantisch. Jetzt ist man in Radfeld. Ich glaube, das ist die Heimat von Peter Gschwendtner. Genau. Dem Boss des Gran Fondo Teams Tirol. Super Bursche. Begeisterter Radsportler auch bei den Marathons mit seiner Mannschaft immer wieder mit dabei. Sind auch heute wieder einige mit dabei. Die Thomas Lechner habe ich gesehen aus diesem Promotion-Team, das also seinerzeit für die Radweltmeisterschaft Werbung gemacht hat und jetzt auch noch immer wieder unterwegs ist. Die sind ja weit über die Grenzen hinaus am Weg gewesen, um Werbung für diese Titelkämpfe zu machen, sogar in London. Weiß Gott wo, sonst sind sie auch wir mit dabei gewesen. Nadja, herzlich willkommen hier in der Festungsstadt Kufstein. Warum bist du heute nicht am Start? Ja, das Wetter wäre ja eigentlich genau meins. Also von dem her passt es ja ganz gut. Du aber hast geglaubt, es wird schlechter, oder? Genau, eigentlich muss es noch schlechter sein für mich. Nein. Ja, ich habe letztes Jahr im Herbst schon beschlossen, dass der Ötztaler 2019 mein letztes Rennen sein wird und das passt da. Und wie gesagt, ich habe heute um 7:15 das erste Mal auf die Uhr geschaut im Bett und habe mir gedacht, jetzt war ich schon beim Aufwärmen und habe mich nochmal genüsslich umgedreht und bin schlussendlich um 8:30 aufgestanden und habe schon sehr genossen, dass ich nicht aussehen müssen bei dem Wetter. Wie, ich wollte gerade sagen, wie auch immer, schön, dass du auf alle Fälle hier mit dabei bist. Eine schöne Strecke. Ich durfte sie heuer im Juni abfahren, muss ehrlich sagen, sie ist zwar kurz, aber knackig. Da sind einige ordentliche Rampen drinnen. Was ist das Kriterium eigentlich bei dieser Strecke? Ich war zweimal dabei, also die letzten 2 Jahre, und habe beim ersten Mal so also richtig draufgezahlt. Also habe einen ordentlichen Hunger aus, hinten rausgekriegt. Und sie wird gern unterschätzt, die Strecken. Also es sind extreme Rampen drinnen und ja, einfach unrhythmisch. Und das bin ja, ist ja gerade bei mir, bin ich einfach nicht so gewohnt und ist auch nicht so meins. Und also darf nicht unterschätzt werden, die Strecken.
Ja, also das habe ich auch an meinem eigenen Leib erfahren, die Steigung hinauf nach Brandenburg, ordentlich anspruchsvoll. Und da gibt es ja diese Abfahrt, diese technisch anspruchsvolle Abfahrt. Und dann geht es aber richtig zur Sache. 12% Steigung, da hat sich heute der Maximilian Kuhn absetzen können. Mittlerweile ist man wieder zusammen. Auch das ist ein Kriterium. Genau, ja, also eben, ich habe die Strecken beim ersten Mal immer nicht gekämpft und habe mir gedacht, so jetzt Brandenburg, jetzt sind wir da oben, jetzt geht's wieder raus und dann kommt da noch einmal so eine Rampen. Und das zerrt schon ganz schön und da haben wir eben auch so schlechtes Wetter gehabt. Also da muss man einfach auch schauen, dass man wirklich gut isst und trinkt und dass man da einfach die Hügel hinten aus sich einfach auch noch wirklich gut meistern kann. Ja, gut meistern ist das Stichwort. Du hast es gut gemeistert, du hast letztes Jahr natürlich hier gewonnen. 3:47, das ist natürlich schon eine Marke, also schlecht kannst du nicht gegangen sein. Nein, letztes Jahr war perfekt. Letztes Jahr waren ja auch traumhafte Verhältnisse. Und also da darf ich nicht jammern, also das ist wirklich, eben war eine Woche nach dem Ötztaler, war ein sensationelles Rennen, hat einfach alles gepasst. Und eben das Jahr davor, also das war einfach wirklich so schlechtes Wetter, die Strecken habe ich nicht gekannt und da bin ich dann rauf auf Bad Hering-Schwolch, also da habe ich wirklich gehofft, so hoffentlich geht sich das noch aus. Und das ist dann auch richtig knapp geworden zur zweiten, aber ich habe es Gott sei Dank noch ins Ziel gerettet. Ja, also, und wir schauen wieder auf die Spitzengruppe. Da wird jetzt ordentlich Tempo gemacht. Vielleicht gibt es sogar einen neuen Rekord. Letztes Jahr 3:22 für den Sieger Michael Sprenger, der, wie gesagt, also für das Union Raiffeisen Radteam Tirol in die Pedale tritt und der diese Woche beim Giro del Regione mit dabei war. Jetzt der Spögler vorne. Vorhin habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, da ist einer in die Wiese gefahren, war ein bisschen unkonzentriert. Es war auf alle Fälle einer der beiden Koradec-Fahrer, entweder Spögler oder Daniel Devertin, der auch hier dieses Rennen von Anbeginn an mit dominiert. Und zwei Cycling-Team-Tirol-Fahrer sind jetzt also hier drinnen. Zwei Koradec-Fahrer, einer von Union Raiffeisen Radteam Tirol, habe ich ihn schon mehrfach genannt, Daniel Wildauer. Und dann haben wir natürlich den Lokal-Hero, wo natürlich alle Kufsteiner hoffen, dass er heute diesen Heimklassiker gewinnt. Das ist Maximilian Kuhn, der jetzt gerade die Führung übernommen hat. Schau, jetzt wird also richtig gewechselt. Natürlich schaut man, von welcher Seite der Wind kommt und so wird auch entsprechend gewechselt. Genau, also die belauern sich jetzt sicher schon eben. Da geht es jetzt noch schon langsam runter, also dann nach Kirchbichl und in die letzte Steigung rein. Also da muss man jetzt noch schon langsam ein bisschen taktieren anfangen, schauen, dass man eine gute Position hat und vielleicht attackieren. Aber die wissen schon, was sie zu tun haben, denke ich. Wir konzentrieren uns natürlich auf den Klassiker auf der großen Strecke, wo wir 6 Fahrer an der Spitze haben. Ursprünglich waren es 10 Fahrer, die sich da relativ schnell nach dem Start hier in Kufstein Richtung Tiersee abgesetzt haben. Mittlerweile sind noch 6 Fahrer vorne an der Spitze. Wir schauen auf die Uhr, es ist jetzt 10.57 Uhr, das heißt also knapp 3 Stunden sind jetzt hier diese Fahrer unterwegs und wir können davon ausgehen, in circa 25-30 Minuten werden wir den Sieger kennen. Jetzt sind wir in Kirchbichl, diese Unterführung und jetzt geht es dann gleich vorne links weg, glaube ich, und dann die Steigung rauf. Genau, da geht es jetzt dann gleich rauf Richtung Bad Hering, also da werden wir jetzt ich glaube, sehen, da habe ich dir letztes Jahr zugejubelt. Genau, du bist da mit der Kurve gestanden. Ja. Genau. Also das hast du mitbekommen? Na, das kriege ich, okay. Krieg ich mit. Also ich höre es zumindest, sehen ja, ist noch was anderes. Aber ja, cool. Eben, ich höre es und das freut mich natürlich immer, wenn ich meinen Namen vom Streckenrand höre. Aber die beiden werden wohl jetzt versuchen, gemeinsam da wegzukommen. Beide sind ja gestellt durch die großen Rennen, die sie heuer schon bestritten haben. Die 3:39 versucht nachzukommen, der Felix Engelhardt. Jetzt absolute Sturzgefahr, um Gottes Willen. Ein Fahrer aus dem Cycling-Team Tirol hat sich hier versteuert hinunter zur Bundesstraße. Aber Gott sei Dank ist das noch gut gegangen. Aber jetzt waren es nur mehr 3, die also hier vorne an der Spitze sind. Also ich glaube, jetzt ist eine kleine Vorentscheidung gefahren. Wir werden Ihnen gleich die Top 3 nennen. Die 44 ist da vorne.
Das ist Daniel Debertin, der starke Athlet aus dem Coratec-Team. Dann die 338, Florian Gamper ist mit dabei und Maximilian Kuhl. Ja, und jetzt wird auf das Ziel geblendet, denn jetzt kommt die Entscheidung. Und ich glaube, in diesem Moment geht dann die Luft aus beim Bogen, wenn ich es richtig gesehen habe. Also aufpassen, die Entscheidung, da wird hereingesprintet. Wer gewinnt hier? Es könnte und wird wohl Maximilian Kuhl sein, der als schnellster hereinkommt. Also der Erfolg geht an, in diesem Falle Team Vorarlberg-Sentig vor. Ja, vor Florian Gamper, der Lokal. Matador hat gewonnen, zwei Tiroler, also vorne hier beim Kufsteiner Land Marathon bei der vierten Auflage. Da ist er, der Sieger, fährt gerade bei uns vorbei und auch Florian Gamper, ganz, ganz starke Leistung. Dann haben wir Debertin, der genau hereingefahren ist, der ist jetzt hier an der dritten Position. Dass es eigentlich Druck ist, dass es ein längeres Druck bleiben soll. Und von dem her steht dann schön Marathon, schön Rennen, nichts im Weg. Trotz nicht so ganz guten Wetter sind alle motiviert und wollen natürlich gesund und munter wieder ins Ziel kommen. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Bin zum ersten Mal dabei und ja, freue mich auf die Strecke. Oh, wir sind hier, um Spaß zu machen. So. Und das geht. Haben wir auch schon gesehen. Ziemlich starkes Starterfeld. Also es wird sich dann nicht gleich mal entscheiden, wenn es am Berg aufgeht. Ja, Stimmung ist gut. Wir freuen uns auf das Rennen und warten jetzt, dass es losgeht. Das erste ins Ziel gefahren, als schnellster Kreuz ist lässig. Das war sehr harmonisch. Bis hinter dir, sie hat es dezimiert, danach super harmoniert. Brandenberg, Selektion logischerweise. Und dann zum Schluss, wer hat die größten Kraftreserven gehabt? Weil die Kälte hat schon richtig gezerrt, der Regen hat dann eingesetzt. Also es war nicht einfach, aber es hat riesen Spaß gemacht. Ja, super Erlebnis. Also ich wusste nicht wirklich, was auf mich zukommt, aber war super gut und top Organisation. So, ich muss sagen, ich bin schwer begeistert, dass sie doch so viele Radfahrer eingefunden haben, trotz schlechter Wetterbedingungen und dass so eine gute Stimmung war. Und ich finde echt toll, also man sieht richtig, dass die Veranstaltung einen super Rückhalt hat in der Bevölkerung und dass auch Profi-Radfahrer wie der Maximilian Kuhn und die ganzen Tirol-Cycling-Team-Mitglieder da mitgefahren sind und ich glaube, da können wir recht stolz drauf sein.